Ja, servus Leute, also herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar bin ich auf ein Video gestoßen, denn es wurde der neue 1er BMW angekündigt und wir sitzen gerade im 1er BMW, im F21 140i, beziehungsweise F20, ist halt ein Dreitürer. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns zusammen das Video an. Das Video ist von Autobild, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die haben ein paar Bilder eingeblendet und sagen auch was dazu. Und ich würde sagen, los geht's. Mit fast einem Viertel aller Neuzulassungen ist die Also vorab, was schon direkt einmal auffällt, ist einfach, es sieht einfach scheiße aus. Also im Gegensatz jetzt zum Vorgängermodell, es sieht wieder diese komische 2er BMW aus. Es sieht einfach scheiße aus. Golfklasse, das wichtigste Segment in Deutschland. Hier schwimmen. Die Scheinwerfer sind so nach oben gezogen, hier an der Seite. Dann die Nieren sind etwas dicker. Und die Scheinwerfer sind auch relativ weit entfernt von den Nieren, deswegen wirkt das ganze Auto. Und auch der BMW einsam im Wechsel. In diesem Jahr gibt es eine Revolution bei den Münchnern, denn die dritte Generation des BMW 1er bekommt erstmals Frontantrieb. Das gehört Frontantrieb. Frontantrieb im 1er BMW ab dem nächsten Modell. Bisher war es ja ganz normal das X-Drive Allradsystem oder halt der Heckantrieb. Ich habe auch einen Heckantrieb hier im 140. Handgeschalten, 340 PS. Und ja, schauen wir mal weiter. Zusammen mit dem platzsparend quer eingebaut. Man sieht hier gleich von der Seite, das Auto erinnert mich von hinten stark an die Scirocco. Von der Form her, dann die Rückleuchten. Im Motor haben die Bayern jetzt mehr Raum. Das Alleinstellungsmerkmal 6-Zylinder und Hinterradantrieb ist damit allerdings Geschichte. Also, keine 6-Zylinder mehr, auch im M nicht mehr. Und damit sind die 6-Zylinder zumindest im 1er BMW Geschichte. Stattdessen werden 3- und 4-Zylinder angeboten. Allrad kostet auch weiterhin Aufpreis. Also, Allrad gibt es weiterhin. Dennoch werden nur noch 3- und 4-Zylinder hergestellt. Ich denke mal, der M145i würde heißen. Hat nur noch 306 PS. Und ein 4-Zylinder-Motor, wahrscheinlich ein 2,0 Liter Turbo aufgeladen. Und die normalen werden dann alle 3-Zylinder sein. Der nächste 1er wird im Juni präsentiert und startet dann im Herbst bei den Händlern. Der Preis für den Basis-1er dürfte sich nicht großartig ändern. Derzeit. Also hier von hinten, das Auto gefällt mir gar nicht. Das stimmt irgendwie einfach. Liegt er bei 25.400. Hier die Rückleuchten und der Diffusor dann mit den zwei Auspuffblenden. Mir gefällt es nicht. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. 450 Euro. BMW-Kunden, die in dieser Klasse nicht auf den Hinterradantrieb verzichten wollen, können eventuell auf das 2er Coupé ausweichen. Das soll sich nicht am 1er, sondern am BMW 3er orientieren. Also, das war's dann auch schon mit dem ganzen Video. Ihr könnt ja, wie gesagt, mal in die Kommentare reinschreiben, wie euch der neue 1er BMW denn optisch gefällt. Und werden ja mittlerweile immer weniger große Motoren produziert. Die V8 sind sowieso schon weggefallen. Jetzt fallen die 6-Zylinder weg. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Peace.